Ich habe mir am Wochenende auch eine Doku angeschaut über was sind wir denn gerade? Über die erneuerbaren Energien und so weiter. Und ja, da ist es halt auch wieder so, der Gedanke ist gut, aber es sind halt einfach Industrien, die das aufbauen und dementsprechend schauen die, dass sie Geld verdienen und lassen quasi in Europa alle denken, das ist alles gut und die, keine Ahnung, China, Osten, Süden, die müssen halt dann dran glauben. Naja. Aber wie gesagt, das wäre jetzt wieder zu politisch. Gut, Töchter der Athene, von vorgeschlagen, die Anführerin der Tochter der Athene aufzusuchen, denn dort sollte ein großer der. Okay. Das war der Eber. Und ich bin erst Level 15. Ich glaube nicht, dass ich den. Danke, Sarah. Genau, und danke, Rania. genau, das ist der Eber, den will ich noch nicht machen. Für das Volk. Genau, das war dieser komische Kleon. Den mögen wir ja nicht. Was haben wir denn gerade ausgewählt? Wir haben gerade nichts ausgewählt. Das ist ja natürlich super. Giftige Begegnung. Verbessere. Achso, ja. Ja, da machen wir doch mal ein bisschen Sparta platt. Danke. Gut. Nochmal schauen auf der Karte. Wo ist denn das? So. Habe ich es ausgewählt? Wahrscheinlich habe ich es wieder nicht ausgewählt. Doch, ich habe es ausgewählt. Aber wo ist das? Wahrscheinlich ist das. Warte mal, ich gehe mal kurz. Oh. Wollen wir mal. Das ist echt schlimm. Ich wähle eine Quest aus und da sehe ich hier einen Schlangenkopf. Wollen wir hier kurz mal die Tante da platt machen? Und ja, ich habe Kopfgeld. Ich könnte. Weil ich bezahle das einfach. Das kostet. Ja, nee, ich töte den mal kurz. Und dann gehen wir auf Kopfgeldjagd. Wo ist denn der? Ja, genau, hier ist es nämlich wieder die Leertaste, wo man ausweicht. Ah, und die Alt-Taste ist gar nichts. Ich muss mich verstecken. Dam, 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 dam. Oh nein, dann da drüben ist ein. Oh, der geht jetzt schlafen. Wieder einfach sitzen bleibt. Ich steche ihn so ab. Wayne.
ist niemand. Ach, der schwimmt jetzt da. Na du? Wolltest du mich gerade töten? Ertrinkst du jetzt da? Gut, ablenken. Macht euch bereit zum Ablenken! Gib den Kurs vor, Kapitän! Warte mal. Ich glaube, ich muss einfach die... Ach, ich bin so dumm. Ich muss einfach hier das da alles töten. Und dann habe ich die Quest erfüllt. Okay, gut. Ah, Tobi. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Entschuldigung. Ich hasse es, Tiere zu töten, aber zumindest muss der eher nicht leiden. Welche Quest, die wir gerade haben? Also sammle spartanische Siegel. Die sind ja hier alle markiert. Deswegen denke ich, dass wir hier alles töten müssen. Das sagt meine Gesundheit. Oh. Unfreundlich. Ich wollte den eigentlich... Warte, komm her. Nicht, dass die anderen gewarnt werden. Jetzt kommt er mit dem Besen an. Stimmt, es ist ja voll in der Öffentlichkeit. Beruhigen wir uns alle mal. Und du gehst jetzt mal wieder mit deinem Besen irgendwo anders hin. Ernsthaft? Selber schuld. Ah, meine Güte. Das war jetzt irgendwie witzig. danach heißt du 1 von 3. Okay, alles klar. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Leiche gesehen, oder? Alter, der kommt einfach mit... Was war denn das? War das ein Besen oder... Ich weiß gar nicht, was der da hatte. Okay, den bekomme ich so anscheinend nicht. Die ist so krass brutal. Ah, schön, freut mich. Gut. Ja, mei, dann stehen wir da was. Kriegsvorräte verbrennen, das können wir auch gleich machen. Das machen wir auch gleich. Ja, komm. Ja, komm. Na, fein. Hier. Tch.
Tja. Die Frage ist, waren das überhaupt Spartaner? Das waren nicht mehr Spartaner. Ich muss. Was soll ich denn machen bei Quests und bei Kämpfen? Da bin ich natürlich hinterher. Oh. Oh, das war ein Athena. Gut. Hey Rake, schön, dass du da bist. Ah, das war natürlich jetzt ein Reinfall. Oh, Stufe 19. Die Gegend, die da und du da oben ausgewählt hast, verfolgt. Okay. Achso, okay, alles klar. Die verfolgt man so nebenbei. Gut. Okay, hier ist alles das von Cleon. Okay. Ja, dann machen wir mal den Schlangenkopf. Und danach machen wir das, was Cleon wollte. Alle Seeleute an Bord! Oh Mann, ich wollte schon meinen Knopf drücken von Stewie. So. Hey. Wieso gibst du Befehle, ohne dass ich Befehle gegeben habe? So. Ja, eine Schnellreise könnte ich auch machen. Aber. Ich könnte auch hinfahren. stimmt. Ja, jetzt sind wir schon dabei. Vielleicht snacken wir ein paar Piraten währenddessen. Siehst du? Die vier Eisbrocken, die eigentlich aus Eisen sind, die hätten wir jetzt nicht. Also hat sich schon gelohnt. Die Quest anschauen. Ja, dann dauert es ja noch länger. Gut, also wir haben zur Auswahl. Verbessere den Speer. Da brauche ich noch ein Artefakt-Fragment. Dann ja, Banditenlagerziele. Das macht man auch währenddessen. Höhlenhero, also irgendwas mit Höhlen. Genau. Mhm. Dann für das Volk. Das ist eben das von Cleon. Das machen wir dann nach der Ding. Dann eine Schlachtfeldziege. Wir werden Schlachten für die Athener. Dann zerstöre spartanische Pentekonteren. Mhm. Und Tumdakrieg. Die Mosteus macht die. Okay, alles klar, gut. Gut. Dann wissen wir ja, was wir danach. B, die greifen mich an. Ich segel hier ganz friedlich und habe einen komischen Kopf aufs Segel, also ich bin freundlich. Da ist noch was. Hat sich schon echt gelohnt. 9 Olivenholz aus dem Meer. Not bad. Guten Tag.
Ist das Game eigentlich laut genug? Ich habe meinen Adventskalender heute noch nie aufgemacht. Dann guten Appetit bei deinem nächsten Fußballspieler. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, rechts oder links. Ja, ist eigentlich egal. Rison können wir danach eigentlich auch machen. Zum Glück ist hier das Wenden richtig, richtig chillig. Oh, schön. Oh, es ist so speedheftig. Bruder, halt das nicht durch, Kapitän. Ja, ich weiß. Ich wollte nur wieder Segel setzen. Kann ich anscheinend nicht. Gut. Ich freue mich auf Rome. Natürlich freust du dich auf Rome. So, da drüben ist diejenige. Aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Oh, werden wir dann sehen. So, können wir da einfach anlegen oder ist es dann so, dass die uns gleich sieht? Aber an sich ist es ja auch nicht schlimm, oder? Können wir da anlegen? Wir können da nicht anlegen. Okay, dann wollen wir mal kurz schauen, was das für eine ist. Ah, Sparta ist das. Na, das ist ja perfekt. Mhm. Ja, also es geht. Also es ist eine kleine Burg, deswegen können wir da auch nicht rangehen. Ist das nicht ein bisschen auffällig, was wir hier machen? Wir ankern hier vor der Bucht und singen ein Lied. Ah, egal. Ui. Okay, okay, okay. Okay, da ist die eine. Wir könnten ja erstmal. Entschuldigung. Ich hatte gerade echt Sorgen, dass wir den nicht komplett killen. Aber ist eigentlich, wenn man die Leute von der Burg holt oder von der Mauer holt, sind die dann immer instant tot? Du hast sie schon dreimal aufgeräumt? Sarah, was ist mit dir? Brauchst du Licht, dann rüste in dunklen Bereichen mit Tee eine Fackel aus. Gut. Schön. Okay, wie gehen wir vor? Was machen wir zuerst? Wir müssen. Oh. Ich will zuerst zum Signalfeuer. Der macht irgendwie Spaß. Hm. Ach, da ist noch einer, den habe ich gar nicht markiert. Guten Tag. Eiuiui. Hey, du schaust. Dann hau ich dich. Guten Tag.
Ah, ich habe aus Versehen kritisch gemacht. Hätte ich gar nicht gebraucht. Aufheben. So, dann hole ich mir mal noch mal ein paar Pfeile. Dann schlawenzel ich hier rüber und gehe Richtung Feuer. Ist doch wunderbar. Ja, wir warten noch ein bisschen. Look. So, jetzt hat. Gut. Es läuft ja ganz gut gerade. Oh. Hallo. Hat er da gerade gepinkelt? Oder warum steht er hier am Busch? Die pinkeln ja auch sehr gerne. Ja, was soll man tun, wenn man muss? Guten Tag. Möchte Sie mal bitten, hier mit mir ins Gebüsch zu gehen? Danke. Sehr, sehr freundlich von Ihnen. Sehr zuvorkommend. Was macht denn der Schwein da oben? Also das Tier. Das ist so krass, wie sie, also wenn sie mit, also jemanden ersticht oder erdolcht und dann halt einfach die Waffe auf der anderen Seite nimmt und durchzieht, das ist schon heftig. Sollen wir zuerst hier alles... Was machst du denn da? Ich bin nicht da. Die Frage ist, was... Ach komm. Erstmal, wieso hat er sich gerade umgedreht und hat mich gesehen? Und zweitens, wieso hat das Attentat noch gezählt? Nee, das überzeugt mich nicht. Also, ziemlich lucky. Du spielst die Eroberungsschlachten auf Seite Spartas. Nein, tue ich doch gar nicht. Ich hole nur den Kultisten ab und der wird ja von den ganzen Leuten hier in der Festung beschützt. Deswegen muss ich die halt auch mit. Die wollen ja auch nicht ausgelassen werden, die Armen. Die wollen ja auch nicht ignoriert werden. Kann ich gut verstehen. Ja komm. Ja fein. Genau, nochmal einpacken und ich hau dir jetzt auf den Po. Boop. Cassandra, auf den Po. Mann. Manchmal sticht sie wirklich in die Seite oder in den Po. Aber dieses Mal hat sie es nicht gemacht. So, dann wollen wir mal. Guten Tag. Nicht umdrehen. Nein, oder? Wie soll ich denn hier den... Nein! Wie soll ich da denn den Tod, kann ich... Okay. Wow, ich dachte schon, das geht hier nicht. Ah, das wär jetzt blöd gewesen. Ich dachte, ja, also ich muss die dann nochmal abstechen. Entschuldigung. genau, ich muss die nochmal abstechen, aber offensichtlich geht das.
Bison. Ah, der ist auf der anderen Insel gleich neben uns. Aber ich würde sagen, damit die nicht Anschiss bekommen, weil ich habe ja sau viele schon getötet und hier komme ich nicht hoch. Ich habe ja sehr viele schon getötet und wenn die Leute das checken, dass hier welche tot sind, dann dann werden die wachhabenden Soldaten getötet. Deswegen erspare ich ihnen den Leid. Das Leiden. Und töte sie. Dann haben sie keine Schmach, keine Ehre verloren und sind tot. Das ist mal eine Erklärung, die, wo ich finde, dass das macht Sinn. Das war halt wirklich so. Wenn jemand irgendwie gestorben ist, dann wurden die Leute, die dafür verantwortlich waren, beziehungsweise also nicht verantwortlich, sondern die währenddessen Wache geschoben haben, und dann extrem bestraft. Also bis hin zum Tod. Das war bei den Römern am krassesten oder am heftigsten. Weil die, wenn sie während sie Wache geschoben haben in der Nacht oder am Tag, wenn sie währenddessen eingeschlafen sind und die schon, Entschuldigung, wurden sie schon eigentlich zu 90% getötet. Was sei denn das? Das war knapp. Tobi, was machst du da? Pay attention! Und heb den auf, danke.